Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der müde Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's Build Viva Piñata. Müde, ich habe keine Ahnung warum. Ich bin es einfach mal. Heute haben wir viel vor, auf jeden Fall. Heute wird einiges abgeräumt, wie versprochen. Wir drücken deswegen jetzt mal Garten spielen. Gartenladen. Small Feather. Garten betreten. Heute wird fast alles eingerissen. Heuere, Hilfe an. Heuere, achso. fingen wir Boden herunter. Ja, das haben wir jetzt hingekriegt. Heuere, wer ist denn Heuere, wollte ich gerade fragen. Auch Heuere. Ja, wir haben uns ja entschieden, bis auf 3 Plätze alles zu verkaufen. Und die Piñatas halt im Endeffekt. Und zwar wird dieser Platz hier behalten. Aber alles, was drauf ist, wird jetzt verkauft. Wie das hier. Das hier. Das hier. Die Behausung. Diese Pflanze. Die Behausung. Der Baum. Behausung. Noch mehr Baum. Diese Behausung. Diese Behausung. Diese Behausung. Diese Behausung. Und die können wir lassen. Diese Behausung kommt weg. Diese Behausung. Dieser Baum. Dieser Baum. Haben wir hier noch irgendwas, was verkauft werden kann? Das hier. 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 Irgendwas außerhalb ist nicht zu finden. Ganz gut, die Tiere behalten wir. Und hoffentlich haben wir damit alles. Kasse. Ja. Was? Sarah's Kokoadile. Kokoadile. Guck mal, die süße Kleine. Jetzt wird's hardcore. Schau nicht hin, aber da kommt gerade ein saures Krokodil. Sperr deine Helfer ein. Wie, der frisst meine Helfer oder was? Das ist ja scheiße. Wir haben noch ein bisschen mehr zu verkaufen. Das hier. Nein, ich will die Behausung haben. Das hier und das hier auch weg. Okay, ich kann irgendwie... Der Baum. Ist das bescheuert? Ach, und der Busch hier. Weg. Die wertvollsten. Nein! Ah, scheiße! Fuck! Zu schnell. So. Sieht zwar jetzt sehr schön aus, so viel Kohle. Aber das behalten wir im Endeffekt nicht. Ja, diese Svanana.
Ach, der sieht aber schön aus. Ja! Gute Arbeit. Du hast einen Banana angelockt. Der Banana ist sehr wählerisch und besucht nur die Gärten der erfahrensten Gärten. Coolio! Okay. Swanana. Wir verkaufen jetzt wirklich alles, was nicht nötig ist, um jetzt den Garten komplett nochmal neu zu machen. Einfach nochmal komplett neu anzufangen. Ja. Ich weiß. Ist alles gleich wieder da. So, ich gucke gerade so ein bisschen nach diesem Krokodil auch. Anscheinend versteckt eine Helfer. Das ist natürlich hardcore, dass so ein Vieh Helfer erschrecken oder töten kann. Ich weiß es jetzt nicht. Wahrscheinlich muss ich dann komplett neu einstellen. Jedenfalls müssen wir jetzt nochmal ein bisschen neues Gras machen hier. Nochmal hohes neues Gras. Das ist auch ganz gut, da können wir jetzt die ganzen Dreckfelder, die unnötigen Dreckfelder wegmalen. Newtgard! Ich werd irre! Newtgard hat mich besucht. Svanona ist auch hier über uns. So. Hallo, ich hab dir 2000 Schokomünzen gegeben, du blöde Schlampe. Ja, ist jetzt gut. Reicht jetzt. Alter, wie viel willst du noch machen? Alter. Blöde, kleine, dreckige Fotze. Ich hab da 2000 Schokomünzen. Jetzt buddelt sie sich hier einen scheiß Weg zusammen. Kleine, dreckige. Diese blöde Schlampe. Super, Newtgard hat jetzt hier auch gerade ein bisschen am Fressen. Das ist ja auch ganz nice. Super, weil er das jetzt hier vollgekotzt hat. Okay, das zählt trotzdem, das ist gut. Sonst hätte ich mich jetzt echt beschwert. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich Newtgard hier drin, ne? Das bedeutet, der Newtgard ist jetzt auch, sesshaft, wie es so aussieht. Gleich. Vielleicht sind deswegen keine Pinatas mehr reingekommen, weil einfach viel zu viel los war. Ich weiß es nicht. Jedenfalls müsste er gleich freudiger Erregnis. Ja! Schön. Super! Newtgard! Endlich haben wir auch einen Newtgard. Das ist so cool. Jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht gleich diese komischen Dreckskerle kommen und meinen Newtgard fressen. Aber jetzt können wir ja zumindest welche kaufen. Diese blöde, dreckige, dumme Schlampe, ey. Zeit hat 2000 Schokomünzen und dann baut sie nicht ab, ey. Hier schon scheiße, ey. Alles aus dem Arsch, sicherlich. Der Moment, an dem du merkst, dass es nicht richtig ist. Dass es immer schon so falsch war. Gift in den Augen. Ich hab deinen Schatten zwar gesehen, doch keiner will es mir glauben. Was ist Liebe? Scheiß auf die Definition. Liebe ist, wenn du fliegen kannst. Darum kann ich jetzt aber nicht wirklich kümmern. Weil ja schließlich hier ein bisschen. Okay, nochmal neu.
Dann buddeln. Geht das hier? Ja, geht hier. So. Das war nur, da hätte ich echt gern hier drin, das ist echt schön. Also. So, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen hier, ne? Ja, ist ja gut. Jetzt wollen wir mal hier ein bisschen noch machen, ne? Auch jeden Fleck hier schön im Rasen haben, damit Newtgut und sowas Interesse an diesem Bereich hier hat. So, wollen wir noch? Wir haben noch eine kleine Fläche offen. Wenn die Flügel heute brechen, bitte sag mir, wie weit, wir uns entfernt haben, nie wieder fremd. Der Augenblick, an dem du merkst, dass du den Menschen nicht kennst. Wenn du gehst, was dann bleibt. Ich will mal überlegen, ob ich die Mod Drops verkaufen soll, weil, ganz ehrlich, kein Interesse mehr an den. Oh, guckt euch das mal an, Alter. Sieht schon hübsch aus, ey. Keine Frage. So, ich werde jetzt ein paar Pinatas noch dazu verkaufen. Bunny Combs möchte ich gerne erstmal behalten. Möchte ich auch behalten. Die Birds. Crawler auf jeden Fall. Und ich kann Modrop an sich nicht verkaufen. Möchte ich behalten eigentlich, diese süßen Kleen. Möchte ich auch behalten. Aleko, okay. Was? Ja, frisst jetzt mein Newtgut. Gut, dann haben wir ja, gut, das ist so in Ordnung. Dann haben wir das nämlich auch gleich hinter uns. Dann haben wir nämlich auch gleich unter Kontrolle. Achso, pass mal auf. So, erstmal hier schön machen. Ja, der verwandelt sich gleich. Den möchte ich aber nicht behalten, dann verkaufen wir den nämlich gleich mit. Wir müssen jetzt noch ein bisschen. Ja, sonst haben wir auch mal wirklich zu viele. Bam! Sherbets möchte ich nicht mehr haben. Die Mod Drops möchte ich nicht mehr haben. Batch Cycle kommt weg. Die Raisins muss ich nur bemerken, das ist Aleko, den muss ich gleich jemand anderen geben. Da haben wir ja noch einen Mod Drop oder was? Da haben wir den anderen Sherbet. Hier haben wir den zweiten Mod Drop. Das sind auch nochmal 6000. So. Jetzt sind wir ziemlich wenige. Was ja an sich nicht so schlimm ist. Jetzt müssten wir langsam wieder was hinbauen. Die Bombs sind immer noch unsere Chicos und Chicas und die möchte ich jetzt gerne hier hinten platzieren. Jetzt geht's ans Eingemachte. Neue Platzierung. Nein, wir machen was mal. Nee, das müssen wir nicht machen. Nee, warte. Ja, ist in Ordnung. Wir müssen zu Willy Bilder. Ach nee, stimmt ja, ich wollte da hinten was anderes hinknallen. Morgen, Chef. Ich würde dir ein Schinkenbrot anbieten, aber ich habe gerade das letzte gegessen. Super. Sein Schacht wollte ich ja hier hinbauen.
Kann man doch dahin bauen, oder? 16.000 kostet der. Vielleicht sieht's auch einfach nur cool aus. Daher möchte ich den gerne hinbauen. Ja, das sollte gehen. So, Baumeister ist unterwegs. Jetzt geht's daran, unsere Büsche und Bäume wieder herzustellen. Und zwar möchte ich die Bäume gerne so alle an einen zentralen Punkt haben. Morgen. Morgen. Ganz gut. Jo. Bananensamen. Und zwar möchte ich gerne hier so ein kleines Wäldchen. Okay, er haut ab. So, das sind die Bilder. Okay. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Nochmal zurück. Kostolatos laden. Guten Morgen. Wie geht's uns heute? Helfer, Putzmunter, ein Bananensamen möchte ich gerne. Ich möchte jetzt hier hinten, wie gesagt, gerne so ein kleines Wäldchen hinbauen. Mit so ein, zwei Bäumen, also mit den ganzen Bäumen und den beiden Sträuchern. Von jedem halt einen. Deswegen machen wir den am besten mal hier hin. Bitte was? Cola, bitte flieg mal woanders hin. Jetzt nicht verarschen? Ich habe alles verkauft und das bisschen hier ist dann für dich voll? Verbraucht der Schacht so viel Platz? Wir müssen den Schacht wahrscheinlich gleich wieder verkaufen, ey. Das ist mir dann doch ein bisschen zu happelig, ey. Das sieht vielleicht cool aus oder so. Okay, von wo aus immer du gerade was trinkst. Baumeister fertig. Sieht schon ganz lustig aus, so eine Art und Weise. Das ist schon gut. Ja, du leck mich jetzt gerade mal. Aber dass es deswegen jetzt schon so voll dadurch wird, hätte ich nicht gedacht, ey. Hallo, schmelzen die Schokomünzen in der Tasche? Ich liebe sie, ich bin da nicht hinterlegt. Ja, immer noch. So, und den Samen möchte ich jetzt gerne nicht so nah am Rand machen. Den möchte ich jetzt hierhin machen. Kasse. Zurück zu den Objekten. Danke. Ich würde ja gern alle mangelhaften Sachen ersetzen, aber das geht nicht. Erdnusssamen. Dann können wir mal hier hinpflanzen. Danke. Ich würde ja gern alle mangelhaften Sachen ersetzen. Tannensamen. Hier hin. Also abgemacht. Kein Kredit, keine Rückerstattung. Was ist nur los? Ich habe auch mal einen Kollege. Hallo?
ein bisschen Ausschau halten. Tannensamen. Nusssamen, ein Apfelsamen, ein Bananensamen. Haben wir jetzt